Einerseits, weil sie wirklich einsam sind, also weil sie vielleicht im Alter eher dazu neigen zum Vereinsamen, weil vielleicht schon, ja, sie vielleicht schon Leute verloren haben aus dem näheren Umfeld und durch auch eingeschränkt sind in der Mobilität. Also es gibt Leute, die sind tatsächlich einsam, aber eben, es gibt auch andere, dass Leute sehr wohl soziale Kontakte haben oder vielleicht sogar geheiratet sind und Kinder haben und sich trotzdem einsam fühlen. Manchmal ist es so darauf zurückzuführen, dass man als Kind Einsamkeitserfahrungen gemacht hat, weil man als Kind vielleicht oft allein sein hat müssen, weil die Eltern berufstätig waren. Und so, dass das Gefühl von Einsamkeit einfach in einem verankert ist. Auch wenn man soziale Kontakte hat.